Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. So, wir brauchen trotzdem noch 15.000, um unsere Schule wieder aufzubauen. Wir sind leider gerade ein bisschen im Minus gelandet. Ich gucke gerade mal, was sagt eigentlich das Forstgebiet mittlerweile. Die müssen doch eigentlich auch Geld verdienen ohne Ende. Tun sie aber noch nicht, da fehlt einfach noch alles an Burgern. Ja, kommt ohne Probleme. Ist natürlich jetzt eine epische Aufbauarbeit mal kurz wieder. Was habt ihr? Die Steuern sind zu hoch. Ja, für die da oben ist das echt ein bisschen doof. So, Uni ist wieder da. Bildungsniveau. Universität fast nicht ausgebucht. Trotz der vielen Berechtigten. Okay. Ja. Generell ist auch das Oberschulniveau noch nicht genug. Wir haben hier ja auch die Futuristic School, die hatte schon viel Kapazität mitgenommen. Aber das merkst du halt einfach, dass hier der meiste Teil noch ungebildet ist. Und das ist halt auch einfach ein Zuzugsproblem. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir binden die Straßen zumindest überwiegend an. Geht nicht? Okay. Und dann machen wir Folgendes und machen jetzt hier die alle nochmal weg. So. Dann dürfen hier nochmal große Wohngebäude errichtet werden. Und dann werden wir hier auch nochmal weitermachen. Wahrscheinlich hat es wieder irgendwo ein Postamt zerlegt. Das ist aber auch nochmal eine gute Frage. Wie ist es mit der Post hier oben eigentlich? Könnte man hier oben noch ein Postamt aufbauen. So ein Uni-Postamt. Haben wir hier noch einen Bus irgendwo rumdüsen? Ja, hier ist noch ein Bus. Dann nehmen wir den Bus. Der kommt ja jetzt eh hier lang. Dann geben wir dem jetzt einfach noch eine neue Aufgabe. Der fährt nämlich an der Uni jetzt einfach nochmal extra vorbei. Der macht hier den Doppelschlenker. Dann kommen die Leute nämlich auch leichter mal zur Universität hier, wenn hier auch eine Haltestelle ist. Ne? Ich meine, es wären theoretisch mehr Studenten in der Stadt. So, und hier ist das Postamt und hier ist keine unsortierte Post. Dafür 70.000 sortierte Post. 80.000 sortierte Post. Das muss jetzt alles erstmal ausgefahren werden. Ah, unser Postwesen ist gar nicht mal so schlecht. Gut. Okay, wieder zurück zum eigentlichen Kernproblem der Stadt. Und unsere Probleme erweitern sich ja hier nur. Wir haben ja immer noch wahnsinnig viel kaputt. Das heißt, wir werden jetzt hier anfangen, auch wieder Teilbereiche der Stadt aufzubauen. Damit hier auch mal wieder ein Durchfluss herrschen kann. So, weil damit werden nämlich noch mehr Nutzpflanzen möglich. Manche Sachen wie jetzt dieses Silo zum Beispiel schmeiße ich jetzt mal weg. Wir haben so viele Silos, ich weiß gar nicht, wohin damit. Geologists predict that a sinkhole could strike at any minute. Residents should take precautionary measures. Das ist aber nicht bei uns, oder? Zumindest nicht im Kerngebiet. Wir könnten hier drüben nochmal eine, so eine kleine Entdeckungsstation bauen, aber im Großen und Ganzen ein Wetterradar fände ich schon nicht schlecht. Den bauen wir auch mit zur Universität hoch. Nicht falsche Richtung. Da. Der kann auch mit bei der Universität stehen. Finde ich gar nicht mal so abwegig. Ach, da drüben. Ja. Lass krachen. A sinkhole has occurred somewhere in the city. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. Okay. Läuft soweit. Okay, hier ist noch alles ziemlich im Eimer. Da werde ich jetzt auch mal was machen. Und zwar im Ackerland. Ist eigentlich unser Hauptgebäude noch da? Ja, ne? Das hat es überlebt. Okay, lass mal gucken. Wir produzieren immer noch unfassbar viel. Wir importieren aber auch viel, weil wir halt natürlich jetzt eine Zeit lang auch weniger produziert haben. Ne?
Und das mit sehr, sehr wenig Leuten letzten Endes. Was ist denn eigentlich hier? Bauernhof Instandhaltungsgebäude. Machen wir mal. Landarbeiterunterkünfte. Auch nochmal wer hier hinsetzen. Instandhaltungsgebäude erhöhen die Nutzleistung von Industriegebäuden, sodass weniger Verschleiß anfällt. Okay. Krass. Okay. Aber immer noch nicht mein Problem gelöst. Schlachthaus, Melkstand, Viehstall. Ja, okay. Industriestahl. Ja gut, wir bräuchten auch mal andere Sachen. Wie Öl habt ihr ja vorgeschlagen gehabt, dass wir mal in Öl investieren sollten. Aber das ist halt alles noch Zukunft. Oh, das habe ich gar nicht wahrgenommen, dass das auch im Eimer war. Das machen wir jetzt mal weg, weil die schaut auch doof aus, diese Querstraße. So. Verlassen, warum? Arbeitermangel, ja genau. Das ist das Problem. Und da müssen wir auf jeden Fall eiskalt vorgehen. Das heißt, wir werden jetzt anfangen, unsere Stadt immer weiter Richtung Großgebäude aufzubauen. Das heißt, es werden hier bestimmte Bereiche der Stadt werden jetzt einfach vergrößert. Wir nehmen den Platz, den wir haben, aber wir bauen ihn dichter. Ja, das ist jetzt so quasi die logische Konsequenz aus manchen Sachen. Dass wir die Stadt einfach jetzt verdichten. Gerade in den Kernballungsgebiet, ja, da wird auf jeden Fall jetzt einfach mehr erforderlich sein. Wir werden jetzt hier einfach, wie gesagt, den ganzen Innenstadtbereich, den Kernbereich der City, der wird erhöht jetzt. Das sorgt natürlich zum Teil für einen hohen Auszug, aber das muss jetzt einfach mal sein. So. Und dafür machen wir halt hier manche Bereiche jetzt auch ein bisschen hübscher. Schon schöner aus. Muss nicht alles sein, muss nicht alles hübsch sein. Da vielleicht noch. So, auch dieser Bereich hier oben wird jetzt erstmal eine feste Straße bekommen. Hier oben ist nämlich auch extrem viel Verkehr, muss ich dazu sagen. Dann ist nämlich auch hier nachts ein bisschen mehr Beleuchtung in der City. So. Gut. Genau. Und das aktualisieren wir halt alles noch ein bisschen. Die Bereiche werden demnächst nämlich auch verdichtet werden. Noch mehr Leute rein. Bleibt uns leider gerade nicht viel anderes übrig. So, den Bereich hier, den werden wir jetzt auch vergrößern. Zumindest so weit, dass wir hier eine Durchgangsstraße herkriegen. So, du kommst jetzt mal ans Ende dieser Straße. Vielleicht auch hier hin. Ja. Die ist jetzt deswegen auch nicht viel größer, diese Straße. Das ist mir schon bewusst. Aber die Straße hat jetzt dadurch ein bisschen mehr gewonnen, weil die Verkehrswege für die wichtigen Rettungsdienste freigehalten werden und dadurch einfach schneller fließen können. So, jetzt machen wir das folgendermaßen. Machen wir einfach hier nochmal ein bisschen da weiter, wo wir aufgehört haben quasi. So.
Also am nächsten Morgen sollte jetzt Folgendes passieren. Es sollte jetzt für am nächsten Morgen ein, also der bricht ja jetzt langsam aber sicher an, aber sollte jetzt ein massiver Zuzug einsetzen. Und da bin ich immer wahnsinnig gespannt drauf. Weil, gut, wir müssen jetzt was anderes noch machen. Das fällt mir gerade so ein. Und zwar einmal Folgendes. Route, Vorfahrtsstraße, Kreuzungen. Nein, 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 ja, nein, 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 dafür hier ja. Und hier wieder nein. Nein, nein, nein. Ja, 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 ja. Nein. Nein, nein. Nope. Okay, es passt wieder. Was ist mit euch? Verkehrsroutentechnisch? Was ist da los? So, jetzt lassen wir den Verkehr mal laufen, weil dann kann der nämlich hier auch mal ein bisschen, kann der ja quasi vorfahrtsstraßentechnisch volle Kanne durchprügeln und kommt hier auch wesentlich schneller zustande. Was macht der Verkehrsfluss? 86%. Ja, das ist völlig okay. Ich sage, ich bin auf den nächsten Morgen gespannt, da müssten unsere Einwohnerzahlen durch die Decke gehen. Also ich rechne damit, wenn alle Änderungen abgeschlossen sind, kommen wir wahrscheinlich mit ganz viel Gemütlichkeit auf die 25.000. Auch dieses Eck wird auch noch verdichtet werden, da machen wir auf jeden Fall auch noch mehr. Das wird nicht anders möglich bleiben. Ne? Aber jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Tag anbricht wieder. Da, hier ist, glaube ich, niemand, der arbeitet, oder? Das sind zu wenige. Wir machen die Lichter an. Das schaut aber auch geil aus, ne? Ich finde, es schaut auch cool aus. Ein tolles Bild. Das ist ein echt hübsches Bild, finde ich. Auch mit dem Mond im Hintergrund. Ganz grandios. Ja, mit dem Bereich haben wir noch nicht weitergemacht. Das ist leider noch im Eingang hängen geblieben. Auch hier der Bereich, den diese Hauptstraße weiter rauszuziehen und dann hier auch mal mit einer die Querung nochmal dann zu ermöglichen, dass dann eine Hauptstraße wirklich, dass die auch mehrere Großstraßen dann verfügen. Das haben wir alles noch nicht geschafft. Schön ist, dass unsere Rettungsdienste, unsere Busse und so weiter alles sauber hier durchkommen. Wow. Alter Schwede, ist das hübsch. Gefällt mir unfassbar gut. Das ist der mega Tsunami-Schutzwall. Zum Glück haben wir hier nichts im Kommen. Das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Tolle Farben am Himmel. Wahnsinnig schön. Ich mag diese Sonnenaufgänge in City Skyline sind so unglaublich hübsch. Ich mag das einfach. Okay. Gut. Jetzt Holzgebiet. Nichts wird beschafft. 90 Tonnen insgesamt haben wir. Und wir produzieren auch ganz ordentlich. Aber wir brauchen Arbeitskräfte. Ja, es läuft alles. Wir haben natürlich noch ein bisschen einfach Einwohnerengpässe, klar. Aber wenn ich mir angucke, wie jetzt hier ganze Wohnviertel hochgezogen werden, aus dem Nichts hinaus quasi, und das überall in der Stadt, dann finde ich das toll. Und dann werden auch solche Bereiche, wie eben diese ganzen Geschichten, die verlassen wurden, wegen Arbeitermangel, werden natürlich dadurch dann massiv profitieren. Weil momentan fehlen uns die ganzen Gewerbeeinheiten im Prinzip. Die gehen immer mal wieder kaputt, wenn wirklich zu viele Leute nicht da sind.
Aber auch hier, ihr werdet das sehen, das wird nicht allzu lange dauern. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das relativ schnell gehen wird. Und dann kommen hier auch die Gewerbetreibenden wieder. So, und dann geht's hier weiter. Wie gesagt, der Arbeitskräftemangel ist bei uns momentan zentrales Thema. Da habe ich ein Stückchen Straße vergessen. So, und jetzt greift unsere Maßnahme. Wir haben jetzt quasi, die Bevölkerung geht momentan flöten. Wir haben Strom ohne Ende, wir haben Wasser ohne Ende. Es muss einfach nur jetzt Zuzug stattfinden. Und jetzt kommen wir auf Null und jetzt geht Plus. Okay, alles klar. Experts predict an earthquake could hit the area soon. Wir haben einen Katastrophenerkennungsdienst. Und der sagt, dass das Erdbeben nicht hier ist. Das heißt, es könnte sein, dass das hier ist. Das wäre blöd, weil nämlich da geht die Eisenbahnlinie durch. Wenn die gekappt ist, haben wir eine ganze Zustraße nicht. Es könnte aber auch sein, dass er hier irgendwo am Rand vorbeigeht, was auch doof ist, was die Autobahn trifft. Es könnte auch sein, dass es irgendwo anders auf der Map ist und wir sehen es gar nicht erst. Aber ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir es... Warte mal kurz, das ist nur die... Ja doch, das ist die Katastrophenerkennung generell. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal, weil ich ein bisschen Schiss habe. Ne, wir haben überall die Erdbebensensoren. Ich brauche nicht evakuieren, glaube ich. Ja, hier drüben ist es. An earthquake is occurring. Aber es ist auch ein ganz heftiges. Ah, ist ein heftiger. Könnte sein, dass der sogar einen Fluss erreicht. Ja, unsere Stadt brechen überall Feuer aus. Ne? Die ganzen Gasleitungen und so weiter sind davon betroffen. Ja, aber es ist nur eine ganz kleine Narbe letzten Endes. Jo, okay. Ja. Unsere Feuerwehren sind für solche Einsätze ausgebildet. Ich meine, so viele Erdbeben, Tsunamis und whatever Katastrophen es gab bei uns. Da muss man ganz fairerweise sagen, unsere Feuerwehren sind die besten der Welt. Ja. Die haben genug Übung. Gucken wir mal, wie lange es dauert, bis die zwei Häuser gelöscht sind. Da kommt einer. Wie hier. Und da drüben. Alles klar. Das war's, ne? Okay. So, 19.000 Einwohner. Bevölkerung wächst wieder. Ich kann ja mal gucken, und zwar Stadtstatistiken. Bevölkerungsveränderungen, ne? Schaut mal, wir waren teilweise dann schon richtig hoch und dann sind wir runtergekracht. Das war der Mega-Tsunami. 367 Leute hatten wir nur noch am Ende von 12.000. Und hier hatten wir 18.000 und das war der zweite Tsunami. Ja, und sind auf 11.000 runter. Und dann waren hier jetzt dann eben wieder der Tornado, der uns da wieder... Also man sieht genau die Katastrophen, wie sie kommen. Die werden natürlich in der Summe hier nicht angezeigt, aber wenn ich die mir jetzt einzeigen lasse, ne? Häftlinge haben wir auch immer mehr natürlich, ja, auch ein Problem. Und Studenten zum Beispiel, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Ausbildungsstufen, Bürgerausbildungsstufen, ja, okay. Beschäftigte in Prozent, wir haben fast Vollbeschäftigung und fast immer. Geburtenrate ist immer durcheinander, neue Bürger kommen auch immer je nach Katastrophe. Fahrradfahrer, auch eine ganz interessante Statistik. Kann man sich mal reinziehen, also findet ihr immer hier, wenn ihr selber City Skylines spielt. Ich schaue mir die wahnsinnig gerne einfach abends auch mal an, wenn ich dann mit Aufnahmen und so weiter fertig bin. Cool. So, okay, also wie gesagt, ihr seht ja schon, die Einwohner kommen und steigen uns langsam hier ein. Und wir haben derzeit immer noch so viele Einwohner, die wir bräuchten, dass ich jetzt hier trotzdem mal erweitere noch. Weil wir es einfach auch dringend brauchen. Da kommt jetzt hier einfach nochmal eine ganze Ecke voll rein. Ich wollte das zwar nicht so dicht hier oben haben,
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, wie wir es anders lösen sollten. Genau. So, jetzt lassen wir sie mal bauen, weil die Leute müssen ja auch erstmal ihre Buden hochziehen. Vieles ist ja da noch gar nicht erledigt. Hier drüben war auch, glaube ich, noch relativ viel frei. Da müssen jetzt erstmal, es ist zwar ein enormer Bevölkerungsdruck, aber die verteilen sich natürlich auf Gebäude, die einfach noch nicht voll sind. Das heißt, die Leute ziehen zwar zu. Ja, ihr seht das auch immer. Warte mal kurz. So. Was habe ich denn jetzt gemacht? Moin! Ja, genau. Die Leute ziehen zwar zu, aber halt in Gebäude, die eh noch nicht ganz voll sind. Deswegen bauen die auch so selten neue. Das ist halt einfach eine Frage der Zeit, die hier einsetzt. So, gucken wir mal schnell. Nein, ich will keinen Evakuierungsmodus. Schauen wir mal schnell. Strom haben wir ohne Ende. Wasser haben wir gut. Müll ist super. Bildung ist Katastrophe, wissen wir aber. Generelle Zufriedenheit bei Gewerbetreibenden ist immer schwierig. Das ist super. Friedhofsauslastung ist auch gut. Dann Gebäudestufen. Das ist noch ausbaufähig. Was dann hinten eigentlich noch kaputt ist. Oh, Antennenmast. Ja, okay. Einwohner, okay, das Verschmutzung ist klar. Gut, das sind die Hotspots, ne? Feuerwehr, da müssen wir auf jeden Fall hier unbedingt noch einen hinbauen. Kriminalität. Gut. Ja, ich erkenne da jetzt gerade kein größeres Problem. Es ist jetzt einfach nur noch eine Zuzugsfrage. Und zwar eine Frage, die relativ schnell beantwortet ist, nämlich da. Solange das im Plus ist, sind wir gute Dinge, dass das relativ schnell gelöst sein wird. Ne? Aber die großen Häuser sind einfach noch nicht ganz voll und deswegen bauen die Leute auch einfach noch nicht. Ja, die ziehen jetzt immer in die Bestandshäuser ein und wenn dann nichts mehr frei ist, fangen sie wie blöde an, hier neue Häuser hochzuziehen. Jetzt müssen wir mal gerade blöd gucken. Das ist das Ackerland. Das macht auch Profit, importiert aber auch ein bisschen. So. Habe ich hier irgendwas am Budget noch vergessen? Ja, wir sind ja auf 13% bei den Einwohnern. Das ist natürlich ganz doof. Ich senke jetzt mal die Steuern hier ein bisschen runter, um mehr Zuzug anzuregen. Das werden wir jetzt auch schauen, dass wir das beibehalten, dass der Zuzug hier ein anderer wird. Na, hier werden massiv Häuser hochgezogen. Kriegen wir gleich hin. Ja, es schwankt gar nicht mehr so ins Minus rein. Das finde ich gut. Meine Lieben, das schaut gut aus. Wir werden jetzt hier massiv Häuser bauen. Das ist toll. Denn es führt uns wieder mal zu einem etwas größeren Punkt, nämlich, dass alles ganz locker flockig läuft. Auch hier, ja, wird langsam aber sicher zuwachsen, nur eine Frage der Zeit. Und sobald wir wieder 22.000 haben, klappt das auch, weil unsere Ausgaben natürlich gleich geblieben sind, aber die Einwohner weniger waren, also sinkt unser Kapital weg. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Muss man kurz durch und dann ist das auch in Ordnung. Solche neuen Gebäude sind dann hoffentlich auch immer relativ schnell voll. Wir werden sehen. Na, 8.000, sowas will ich dauerhaft. Kriegen wir aber auch. Locker. Wahrscheinlich eher doch mehr als das. So, zack, alle voll, alle ungebildet. Da wird schon. Und dann haben wir auch diesen Arbeitermangel nicht mehr. Und den sehen wir hier schon in die ersten Erfolge. Denn hier haben sich schon wieder neue Firmen aufgetan, die auch anfangen, Finanznachrichten zu schreiben. Zum Beispiel. Genau. Ja. Ja, gut. So, sackt wieder mal weg, aber kriegen wir schon. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt erstmal was und sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch nur das Allerbeste und noch vieles mehr. Und wir sehen uns in der nächsten Folge City Skylines, wenn ihr Lust habt. Und tja, bis dann.